Okay, jetzt ist es aktiviert. Na gut, das war's. Das war das Aus für unseren Schlaumeier. Das sollte genügen. Okay. Puh, Scheißdreck. Okay, das ist richtig übel. Die wollen mich wahrhaftig hier tot sehen. Ich komme auch nicht mehr auf die Plattform, oder? Nee. Scheiße. Ich will aber nicht sterben. Na komm schon. Ich will da hoch. Das kann ich wohl echt vergessen. Okay, gehen wir nochmal zurück. Ah, die sind wieder zurück. Scheißdreck. Okay, bleib weg. Okay, ich habe ein großes Problem. Noch ein Angriff mit deren Sensor und ich bin futsch. Bleib weg. Ja, genau das meine ich. Ach, shit. Zumindest habe ich ja noch diesen einen Speicherpunkt. Und wieder der Raum des Todes. Mist! Geh weg. Okay, ich glaube, diese Kisten haben auch einen Zweck. Ach, Verschwendung. Mann! Bleib weg. Mann! Meine Fresse, dass diese Viecher so scheiße sein können. Ne? So. Auf ein neues. Jetzt wäre nur interessant. Kann ich das Ding irgendwie kaputt kriegen? Jo! Pfeil und Bogen hilft! Bevor ich mich nochmal da in diesen Raum wagen muss. Mit diesen Viechern, die mich dann direkt wieder umbringen. Na, egal. Ich glaube, das hätte ich von vornherein mal probieren sollen. Ja, und wir haben es geschafft. Falle besänftigt. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was ich damit jetzt
hingekriegt habe. Theoretisch müsste ich ja jetzt hier irgendwie dann was machen können. Nee, die Statue ist immer noch da. Willkommen zurück, Sinas. Da muss ich jetzt wahrscheinlich doch nochmal die Hand überprüfen, oder? Mir graut es ehrlich gesagt, da nochmal in diesen Raum reinzugehen. Alternativ werde ich gleich erstmal gucken, dass ich noch meinen Speicherpunkt aufsuche. So. Ein Problem weniger. Spar, wo kommst du denn her? Den habe ich gerade echt nicht gesehen. Okay, das ist blöd wieder. Okay. Jetzt nur noch hier unten. Man traut sich aber auch echt nicht, sich diesen Viechern zu nähern. Genau das meine ich. Nee, aber verändert hat sich hier echt nichts. Gut, wisst ihr was? Ich gehe erstmal zum Speicherpunkt, dann kann ich mir Gedanken darüber machen, wie ich dann jetzt weiter vorgehen werde. Ich glaube, das ist mir gerade doch ein bisschen lieber. Okay, egal. Noch ist alles im grünen Bereich. Ja, nehmen wir die Abkürzung. Gut, ich lebe wieder. Man kann jetzt komme, was wolle. Jetzt ist mir auch erstmal wieder egal. So. Nun ist halt die große Frage, was nun? Ich habe den Schlüssel, aber ich muss wieder eine verschlossene Tür suchen. Das ist auf jeden Fall die Hand, die nicht funktioniert. Deswegen auch wahrscheinlich die ganzen Steine da. Und die rechte Hand kann ich ja nicht in Gang bringen. Außer ich komme da oben hin. Gut, ich muss einen Weg nach oben finden. Oder besser gesagt, ein Weg, diese eine Statue zu zerstören, ne?
Nämlich die, die sich ja hinter dieser Tür hier verbirgt. Aber ich kann die leider so gar nicht verschieben. Zerstören auch nicht. Okay. Dann ist das so eine fiese Sache. Oh Gott. Oh nee, nicht noch mehr. Na Maka, bleib stehen, du Ungläubiger. Ah! Ich habe genug von euch Scheißviechern. Gut, Tor ist offen. Ha. Schlüssel sei Dank. Oh oh. Hehe, du bist nicht gerade schlau, wenn du in so eine einfache Falle tappst. Naja. Dumm gelebt und dumm gestorben, heißt es doch. Gut. Beginne mit dem zierlichsten Finger. Was? Okay. Muss ich das jetzt schieben? Okay. So nach und nach müssen wir jetzt diese Hand in Gang bringen. Auch nicht schlecht. Schauen wir mal, ob das Ganze von Erfolg gekrönt ist. Hört sich so an. Okay. Wir haben alles in Schutt und Asche gelegt. Ein dumpfer Schlag ist in der Ferne zu hören, als ob etwas Großes verschoben würde. Außerdem scheinen im nächsten Raum schwere Steineblöcke von oben heruntergefallen zu sein. Ja, das habe ich auch hier gerade gesehen. Eieiei. Ja, ich würde sagen, wir haben ein bisschen was zerstört. Zerstörungswut. Gut, dann kann ich auf jeden Fall jetzt erstmal wieder nach draußen. Und Geronimo! Und jetzt muss ich eigentlich hier hochkommen, ne? Ich wollte gerade sagen, Alandra, lauf lieber weg. Das hat er sich nicht sehr gut überlegt. Gut, wohl oder übel muss ich ja hier rein. Ich habe keinen weiteren Schlüssel mehr, ne? Ne, Schlüssel sind gerade alle aufgebraucht. Na dann. Da ist er. Eindringlinge gesichtet. Aktiviert die Falle. Jetzt. Drei von euch. Vier. Ach du. Das ist eine fiese Falle. Okay, aber die Kugeln gehen nur gerade durch. Für den ersten Moment dachte ich, das sind die wieder diese Verfolgerkugeln. Von daher... kann man da ja doch noch mal aufatmen. Ich würde mal sagen, so viel zur Falle. Ja, das war's. Falle entschärft. Okay. Aber ich kann da nicht hoch. Tamaka, du riskierst dein Leben, Ungläubiger. Du wirst sterben. Wollen wir ja noch sehen. Auch wenn es mir tatsächlich jetzt ein bisschen vor dem Bosskampf hier graut. Weil wenn ich diesen Viecher dann auch noch am Hals habe, dann bin ich sowas von am Arsch. Okay, das Ding kann ich nur nach links schieben. Gut, wir kommen nach. Oh, shit. Dieses Mal wirst du tot sein. Daran gibt es keinen Zweifel mehr. Okay.
Das ist echt nicht ganz ohne. Ich frage mich noch, warum ich diesen einen Kopf jetzt nicht zerschlagen kann. Na egal. Oh Mann. Das ist eine brandheiße Angelegenheit gerade. Nee, den nicht. Okay, ich muss die richtigen Köpfe finden. Okay, immer der Reihe nach. Und mit ein bisschen Geduld. Daran gehen. Gut, zwei sind schon mal weg. Der ist auch kein Problem mehr. Jetzt dürfte das Ganze nicht mehr ganz so schwer werden. Gut. Nur noch zwei. Oder drei. Ich korrigiere. Gut, der ist der nächste. Na. Ja. Und ich habe keine Heilkräuter mehr, ne? Ich kann ihn nur hoffentlich, dass ich irgendwie noch überlebe. So, der letzte. Na gut, das Spiel kann man austricksen. So. Von wegen vom Laser treffen lassen. Wir umgehen das Ganze. Tja, Fall entschärft. Und wieder ein Schlüssel. Eigentlich easy, ja. Trotzdem, ich bräuchte mal wieder Heilkräuter. Irgendwie etwas, das mir hilft, mich zu heilen, sonst könnte wahrscheinlich der kommende Bosskampf stressig werden. Habe ich so im Urin. Was ich auf jeden Fall als allererstes tue, bevor ich die verschlossene Tür gleich öffne, ist nochmal speichern gehen. So. Nämlich, das mache ich gleich. So. Das Gute ist, dass der Speicherpunkt nicht so weit ist, ne? Nur wie schon gesagt. Ich habe es auf jeden Fall nicht leicht. Wenn jetzt ein Boss kommen sollte. Aber ich denke mal, um überhaupt zu gucken, was mich da jetzt erwartet, ist definitiv nicht verkehrt. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie lange wir überhaupt überleben. Also Leute, wieder mal habt ihr die Chance, Wetten abzuschließen, wie lange es dauern wird, bis ich gleich das Zeitliche segne. Oh Gott, ey. Gut. Hinein in den Arm. First try. Das glaubst du selber nicht, Sinas.
Erstaunlich, dass du bis hierher geschafft hast, Ungläubiger. Allerdings ist deine Reise hier zu Ende. Nö, deine ist gerade zu Ende. Oh, shit. Gut, wir gehen mal raus und wieder rein. Okay, die Falle kommt wieder. Okay, ich muss einfach schnell sein. So. Okay, und nun einfach nur warten. Ja. Ist nur blöd, ich hätte schnell genug sein müssen. Ich komme nämlich nicht mehr auf diesen Schalter. Okay. Dann noch einmal. Hörst du manchmal Worte, die du nicht verstehst? Ich habe gesagt, es ist vorbei. Ach du, weißt du, ich bin taub. Wie du siehst. Komm schon. Ja. Ach, ich hätte sogar dadurch gekonnt. Ja gut, ich habe jetzt einen Alternativweg genommen. Den schwierigeren. Hat auch funktioniert, von daher bin ich zufrieden.